So, da sind wir wieder. Und wir waren auf der Suche nach der Stadt Eivel. Oh, da haben wir noch einen Geheimgang vergessen. Aber gucken wir erstmal hier rein. Vielleicht geht es ja irgendwie da durch und dann dahin. Hier schon mal nicht. Dich nehmen wir auch mit. Da ist aber nichts drin. Und nö, hier ist Sackgasse. Ah, nee, hier ist der Geheimgang. Schön, schön. Also da durch, darum, darum. Und dann müssten wir hier noch nicht gewesen sein. Doch, nächste Abzweigung. Hier noch nicht gewesen sein. Au, 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 au. Und dich blitzdings mir mal. Und wir sollten gleich unbedingt wieder irgendwo schlafen gehen. Die immer abhauen müssen. Ja, grauner Level ist ja nicht wirklich hoch. Bakata aber auch nicht. Ha. Oh, was haben wir denn hier? Langschwerthäuter. Das klingt schon mal brutal. Aber wir hatten schon jede Menge Waffen, die einigermaßen brutal klangen und dann nicht mal halb so gut waren wie unsere eigentlichen. So. Hier ist sonst nichts mehr. Gucken wir noch mal ganz kurz, wie gut heute ist. 21. Oh, ist ordentlich. Dann machen wir das doch mal so. Bakata wird jetzt unser Fernkämpfer. Oh, 4. Das verstehe ich nicht jetzt. Also mit den Ninja-Sternen hat er Stärke 4. Mit Ninja-Sternen und Armbrust hat er trotzdem Stärke 4. Mit 2 Ninja-Sternen auch Stärke 4. Das ist echt komisch. Hm. Na gut, behalten wir das so bei. Weil, was ich gerade sagen wollte, eigentlich brauchen wir nur einen Dieb, der halt die Schlösser knackt. Zumal ganz am Ende brauchen wir auch einen recht hohen Dieb. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Bakata. Da halt später 2 Armbrüste gleichzeitig tragen kann. Was schon recht praktisch ist, denn es gibt ganz nette Armbrüste. So, hier sind wir schon wieder bei den Urbeschmieden. Hm. Das heißt, hier im Opinwald ist zwar Droeks Wagen, was nahe liegt, dass auch Dorn da drin ist, aber lässt nicht mit sich sprechen. Erst wenn wir ihm beweisen können, wer wir sind. Der Bettler hat da auch nichts Interessantes. Das heißt, wir werden wohl durch die Urbischbergwerke gehen müssen. In der Hoffnung, dass auf der anderen Seite irgendwo Eivel ist. Und wir den einen Draufgänger finden, der den Schlüsselstein hat. Und wir sollten hier gleich mal schlafen. Ich finde die Musik übrigens super cool. Also auch in den Südlanden und hier, die haben alle so ihre eigene Art. Echt cool gemacht. So. Klick. Do you suppose there could be another entrance? But this one may not work. Das Ding sieht übel aus. Und entwaffnet uns und überhaupt. Ich bring noch mal einen. Oh, und das klappt nicht. Raus. Das war kein guter Anfang. Nochmal das Ganze. Wir hätten eine andere Tür nehmen sollen, ganz eindeutig. Jetzt irgendwelche Waffen in die Hand zu nehmen, macht auch keinen Sinn, denn sobald das Ding an uns rankommt, verlieren wir die ja gleich wieder. Also brutzeln wir die einfach mal mit dem Stromschlag, in der Hoffnung, dass wir lange genug überleben. Man kriegt gar keinen Schaden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und wir haben keinen Platz mehr. Eine Sache können wir auf jeden Fall aussortieren. Der Schlüssel kann nämlich weg und den gibt's gar nicht. Den habt ihr nie gesehen, der war nie da. Ja, mit dem Schlüssel hätten wir die Truhe aufmachen können, statt sie einzuschlagen. Aber gut. Also, Stromschlag hat nicht funktioniert. Probieren wir mal Blitzschlag. Nö, ich sehe keinen Schaden. Das ist nicht gut.
Wir müssen aber durch. Bienenschwarm könnten wir benutzen. Davon haben wir noch ein paar. Sonst, was macht der Bezelring? Bezelring können auf Finger platziert werden. Oh, er hat keine Finger. Das erklärt's. Sieht man jetzt aber auch nicht wirklich, was er macht. Na gut, probieren wir jetzt nochmal einfrieren. Diesmal aber nicht diesen Eisblock auf höchster Stufe, sondern einfach nur Stufe 2 oder 3, um zu gucken, ob da irgendeine Blutanimation kommt. So, rein da, rein da. Nö, kommt nix. Ah, so kriegt er Schaden. Zumindest hat es kurz eben gerade irgend so ein Geräusch gemacht, als er einen Schaden bekommen hätte. Heilt euch mal und prügelt auf ihn ein. Wir können ihn mal ganz kurz auf in die Hand nehmen, ob er jetzt vielleicht nicht mehr dieses Erdbeben macht. Nee? Ah doch, jetzt kommt's. Ah, da war ein Blutstropfen. Komm, stirb, stirb. Garstiges Ding. Auch wenn das nicht so geplant sein kann. Aber trainiert alles Diebeslevel, wenn ich mir das richtig hab sagen lassen. Oh, 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 oh. Hoch rein. Hoch rein. Na komm. So viel kannst du doch gar nicht aushalten. Du bist doch bloß ein 2 Meter großer, 5 Meter langer Riesenwurm. Ah, die Bienenschwärme wollten wir auch noch ausprobieren. Bienenschwarm. Kratzt die nicht mal. Nicht kratzen ist nicht gut. Komm. Ah, das sieht doch gut aus. Also, eigentlich sieht es ziemlich eklig aus, aber für unsere Absichten sieht es sehr, sehr gut aus. Komm, pieks, 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 pieks und Heilung. Und weiter pieksen. Also wahrscheinlich hätten wir eigentlich hier eine besondere Waffe gebraucht oder ein... Uah, das ist doch mal eklig. Aber jetzt müssen wir raus, sonst sterben wir gleich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding nicht regeneriert. Sonst dürfen wir das Ganze gleich nochmal machen. Aber wir sollten unbedingt gleich einmal bei Carter gucken, ob er jetzt wirklich Diebes-Erfahrungspunkte bekommen hat. Das müssten ja eine ganze Menge dann sein. Und, ohohaha. Na also. Und Fleischklops ist noch ein Fleischklops. Mit etwas Glück kriegen wir noch ein Diebeslevel. Oh, da können wir gleich mal gucken. Wie viele Lebenspunkte hast du jetzt? Du hast maximal 73. Um zu gucken, wie viele Lebenspunkte ein Diebeslevel gibt. So, Pix, Pix. 73, 73, nicht vergessen. Und da ist das Diebeslevel mit dem letzten Treffer. Sehr schön. Und er hat jetzt 83. Das ist ordentlich. So, Hacker... Kommt mal unten hin. Die Keulen waren nicht so gut. Die wollten wir eigentlich nur verkaufen. Schild ist aber gut. Zweites Schild ist auch nicht schlecht. Drittes Schild ist auch ganz nett. So. Er hatte dieses besondere neue Schwert als Waffe. Heute. So, und was hat das Ding jetzt bewacht? Ein Runtergang. Ich will doch gar nicht runter. Ich will doch immer nur schön eine Ebene nach der anderen erforschen. Gut, das hatten wir schon für später erledigt. Und da geht's in einen anderen Wald. Vielleicht ist da ja Eibel. Das wäre schon mal ganz schick. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wie auch sonst immer. Wir gucken erstmal die nähere Umgebung an. Und wenn da keine Gegner mehr sind, gehen wir weiter. Damit wir immer so einen kleinen Rückzugsort haben. Und bisher ist noch kein einziger Gegner da. Wir sind aber schon auf der richtigen Seite rausgegangen, ja. Oberer Opinwald. Oh, ich höre was. Was Schleimiges, Knirschendes.
Oh, Skelette. Ja, mit verschiedenen Gegnertypen haben die hier auch nicht die Geiz, die Programmierer. Was ich recht cool finde. So, tschack, tschack. Und solange es nur ein Skelett bleibt, ist alles gut. Was haben wir hier? Dolchattentäter. Ist bestimmt auch wieder ganz schlecht. Ah, nicht so schlecht wie die ganzen anderen Dolche, aber immer noch wesentlich schlechter als ein Langschwert. Und er sollte markiert bleiben für Diebessachen. Genau sowas. Leer? Was soll denn das? Na gut. So, die Seite haben wir jetzt schon mal abgedeckt. Hier sind keine Gegner, das heißt, wir gucken jetzt da lang. Oh, was haben wir denn hier? Nochmal neue Gegner. Die wir nicht richtig treffen können. Und es werden jede Menge. Wenn man ein bisschen Abstand ist, ist immer gut. Die brutzeln wir doch mal. Zip, 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 zip. Ah, der scheint gut bei denen zu funktionieren. Also ist immer so eine große Blutanimation da. Das nehme ich einfach mal als Zeichen, dass es guten Schaden macht. Zing, zing. Na komm, ich will nicht unser letztes Mana auch noch verbraten. Und Axel könnte echt ein Kriegerlevel gebrauchen, also triff bitte mal. Nee, den Gefallen tut er mir nicht. Stein. Und. Oh, ein Bienennest. Das könnte schon eins von den vier Rätseln sein. Da stand ja etwas von der Süße des Feindes. Und Honig ist ziemlich süß. Probieren wir doch gleich mal mit der Flasche, die wir gefunden haben, da was abzuzapfen. Da. It is filled with honey. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass wir es machen könnten. Können wir das auch noch kaputt machen? Ich denke mal, da respawnen nämlich diese Bienen. Oder Hornissen, wie er mich gerade korrigiert hat. Aber wie in real life, wenn man auf ein Hornissennest schlägt, kommt dabei eigentlich nichts Gutes raus. Das heißt, wir verkriechen uns erstmal in die Mine, schlafen hier eine ganze Runde. Und gucken dann weiter. Aber schön, eins von den vier Rätseln haben wir schon mal gelöst. Dann hätten wir jetzt noch das Fleisch, das niemals lebte. Irgendwas aus den Tiefen. Und was war Nummer 4? Staub von der Mutter. Das ist ziemlich vage. Also seine Mutter sieht bestimmt ziemlich anders aus als seine Mutter. Aber gut, raus. Ich will doch erstmal nur nach Eivel. Ich will gar keine Rätsel lösen, ich will gar keine Dorn finden. Ich will nur in eine große Stadt, um einkaufen zu gehen. Besser gesagt, verkaufen zu gehen. Oh, was haben wir hier? Ein Stock. Haben wir Platz? Ja, dann kommt's mit. Und ich höre wieder dieses schleimige Knirschgeräusch, das heißt, irgendwo sind Skelette. Okay. Dich brutzeln weg. Das geht echt schnell mit dem Zauberspruch. Und dafür, dass Bakata ein Magierlehrling ist, also er ist ja der Lehrling von Dorn, kann er nicht wirklich hohe Zaubersprüche sprechen. Also ich meine, unser Axel kann den auf der höchsten Stufe 3 Mal oder so zaubern. Bakata nicht einmal.
kein Mana mehr. Wo geht's denn da lang? Ein Sumpf. Ja. Vielleicht können wir da in Ruhe schlafen. Bist du ein Gegner? Nein. Dann schlafen wir nochmal. Es könnte so eine Art Wache sein. Aber wie gesagt, hier wollen wir auch gar nicht hin. This must be the way out of the swamp. Wir wollen nach Eibel. Können wir so ein Downtown ein bisschen nutzen, um Gauner-Level zu trainieren. Das sage ich da, Diebes-Level natürlich. Schick, schick. Wenn ich denn ein bisschen besser zielen könnte mit der Maus. Ich klicke eben hier mal daneben. Halten gut was aus. Und die scheinen nichts zu droppen. Also wir hatten ja schon mal Skelette umgebracht. Wir hatten nichts dabei. Sowas mag ich eigentlich nicht. Ich hab's echt ganz gerne, wenn jeder Gegner irgendwas droppt. Auch wenn man es nicht wirklich unbedingt braucht. Aber ich finde es halt unrealistisch, wenn man gegen Gegner kämpft, die Sensen in der Hand haben und Helme auf. Und die droppen ja keine Sensen und Helme. Oh, Axel hat ein Gauner-Level bekommen. Ups, ich wollte doch eigentlich mit ihm werfen. Oh, und so viel dazu, dass sie nicht das droppen, was sie in der Hand haben. Das ist gerade nicht hier gewesen. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh, und die graue Markierung wechselt auch immer, je nachdem, wo wir gerade draufgeklickt haben. Schade. Also es geht nicht so wie bei Dungeon Master, dass man durchgehend einen Charakter bestimmen kann, der mit der Umwelt interagiert. Das wechselt hier immer hin und her. Aber na gut. Das wird eingesackt. Und wir haben keinen Platz mehr. Dann schmeißen wir mal so ein zerrissenes Hemd weg. Das wird wahrscheinlich eh keiner kaufen wollen. Und schlafen nochmal. Oder auch nicht, weil wir von einer fiesen Biene gestört werden. Und damit das nicht nochmal passiert, schlafen wir wieder im Sumpf. Auch wenn das bestimmt nicht sehr angenehm ist, um nicht zu sagen ziemlich eklig. Aber dafür ist es sicher. Denn hier haben wir den Ausgang aus dem Sumpf und hinter uns haben wir eine Wache. Auch wenn das eine recht komisch aussehende Wache ist. Aber sicher ist sicher. So. Speichern wir erstmal. LP 010. Und in der nächsten Folge suchen wir weiter nach der Großstadt, die sich hier irgendwo im Wald versteckt. Also bis gleich.